Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Der Winter ist da und wir schauen mal, wie die Welt aussieht. Ja, so sieht's aus, wenn hier gar nichts mehr blüht. Ja, hier sind unsere letzten verbliebenen Samen und Saatguts. Die Sprenkler haben wir hier. Können wir vielleicht mal gucken, dass wir die schon mal so ein bisschen platzieren, wo wir sie hinhaben wollen. Ich denke, hier ist ganz gut. Genau, da können wir noch mal einen hinsetzen. Und dann würde die nächste Reihe hier losgehen. Ja, also da müssten wir dann noch einige auf jeden Fall herstellen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Hier können wir noch mal ein bisschen was reinschmeißen. So, Jelly Wildpflaume ist fertig. So, wie sieht es hier aus? Thomas, ich habe deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal etwas vorsichtiger. Marlon, ja, da haben wir unsere Obsidian-Schneide wieder. Die haben wir leider auch verloren beim letzten Run in der Mine. Da sind wir dann doch nochmal gestorben. Und ich weiß gar nicht. Ja, Bello können wir auch wieder was zu trinken geben. Gut, wir haben noch einen Fisch abzugeben und ein paar Sachen zu sammeln, die wir dann hoffentlich abgeben können im Gemeinschaftszentrum. Guck mal, hier haben wir einen Granatapfel, den brauchen wir auch noch. Ich meine bei dem Anschlagbrett. So, und es ist jetzt eisig, deswegen machen wir ja auch hier die Türen zu. Die Tiere haben es schön warm durch die Heizung hier an der Stelle. Und ja, Käse haben wir wieder eingesammelt. Wollen wir mal gucken, ob wir hier auch die Milch sammeln können. Das klappt alles. So, und die Kühe wollen natürlich auch wieder was zu essen haben. So, schauen wir mal bei den Hühnern vorbei. Wie aufgeräumt auf einmal alles aussieht, auch wenn das Gras natürlich weg ist. Schauen. Da können wir noch mal, ja, das legen wir nicht ab. Gut, die ganzen Eier können wir dann hier wieder reinschmeißen. So, dann kriegen wir da wieder was raus. Ach ja, nicht vergessen, jetzt müssen wir denen natürlich auch was zu essen geben. Sonst sind die unglücklich. Die verhungern nicht gleich, aber die finden das natürlich nicht so schön. So, Steine haben wir auch noch abzugeben. Ja, Leute, gehen wir mal hier oben lang. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir dann hier schon die sammelbaren Gegenstände. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was. Und ja, leider haben wir unsere Harke nicht dabei. Die ist noch bei Clint zur Verbesserung. Sonst hätten wir uns hier den Regenwurm mal schnappen können. Da unten ist auch schon wieder einer. Ich muss sagen, im Winter sieht man das Ganze natürlich weitaus besser, weil es nicht so viele Pflanzen hier gibt. Ist alles ziemlich aufgeräumt, wie ihr seht. Und ja, Steine könnten wir sammeln, Holz könnten wir schlagen. Oder wir gehen halt eben fischen. Das sind so die Möglichkeiten im Winter. Da ist auch schon wieder ein Regenwurm. Aha, da hinten ist eine Kristallfrucht. Lass uns mal gucken, was wir brauchen für den Winter. Hier, Schneesüßkartoffel und Krokus. Haben wir beides noch nicht. Haben wir hier nochmal. Da werden auch nochmal Regenwürmer. Ja, ich glaube aber nicht, dass das schon fertig ist bei Clint.
Lass uns doch mal gucken, was die Verbesserung unseres Hauses kostet. So, Haus verbessern. 10.000 Goldstöcke und 450 Holz. Hey, es ist die perfekte Jahreszeit, um Holz zu sammeln. Vielleicht bekommst du genug zusammen, um dein Haus auszubauen. Ja, das werden wir auf jeden Fall versuchen. 450 Holz haben wir, glaube ich, sogar. Und 10.000 können wir erübrigen. Noch eine Stechpalme. So, jetzt können wir den Fisch endlich mal abgeben. Den schleppen wir auch schon eine ganze Zeit mit uns rum hier. So, hier oben war der, glaube ich. Zack. Bündel komplett. Ja, so kommen wir dann auch nach und nach hier natürlich der Sache näher. Köder haben wir bekommen. Die setzen wir auch hier oben schon mal rein. Dann können wir gleich unsere Reusen mal wieder bestücken. Hey, Abigail. Nun, der Herbst ist vorbei. Aber ich mag auch den Winter. So, bei Piers können wir trotzdem mal reinschauen. Mal sehen, was er hier so im Angebot hat. Ich liebe Tiere, Herr Thomas. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden sie sicher gute Freunde. So, hier haben wir noch ein paar Brombeeren aus dem Herbst. Die verschenken wir dann nochmal. So, und er hat hier tatsächlich... ja, kaum noch etwas. Du kannst im Winter keine Pflanzen anbauen, also habe ich auch keine Saat für dich. Das wird deine Einnahmen etwas senken. Ein Geschenk? Dankeschön. So, wir sollten noch was für Penny aufbewahren. Die freut sich auch immer drüber. Ich liebe den Anblick, wenn alles von einer Schneehülle bedeckt ist. Das ist wirklich ein nettes Geschenk. Vielen Dank. So, wir können mal gucken, ob wir Penny hier finden. Sie ist gerade nicht da. So, und hier haben wir die Reusen. Die können wir bestücken. Und dann kriegen wir da auch wieder Loot raus. So, war das hier schon fertig? Ne, er arbeitet noch dran. Okay. So, mal sehen, wie der Strand jetzt aussieht im Winter. Ja, auch sehr mit Schnee bedeckt hier. Das sind noch echte Winter. Und auch hier sieht es ziemlich leer aus. Korallen finden wir trotzdem noch ein paar. Ja, bei Willy könnten wir mal vorbeischauen und uns eine bessere Angel kaufen. Ich glaube, die Bambusstange können wir dann mal ersetzen. Nun, der Fisch riecht diese Saison ziemlich frisch. Und ein paar Köder können wir vielleicht auch mal kaufen. So, was haben wir denn hier? Fiberglasangel. Die würde ich mal kaufen. Aber auf jeden Fall dann schon was Schnickes. Ja, Inventar ist auch schon fast wieder voll, aber ich würde gerne noch zum Wald gehen oder zumindest hier mal ein bisschen gucken, ob wir hier noch sammelbare Gegenstände haben. Kristallfrüchte brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber so die anderen Sachen, die wir fürs Gemeinschaftszentrum noch brauchen, dann können wir das halt auch endlich mal abgeben und das Bündel komplettieren.
Da hinten ist auch noch wieder eine Frucht. Ja, es ist oftmals auch sehr ruhig hier im Winter. Ich glaube, damit wollten die Entwickler auch so ein bisschen rüberbringen, dass im Winter alles ein bisschen leiser ist und gedämpfter ist durch den Schnee. Nochmal eine Stechpalme. Witziger Name auch. Gerade im Winter zu finden, wobei Palmen ja meistens eher mit Sommer in Verbindung gebracht werden. So, und auch hier finden wir Würmer. Dann haben wir die Axt genutzt, um zu hauen. Finden wir noch eine Schriftrolle tatsächlich. Müssen wir mal gucken, was wir dafür opfern. Ich glaube, hier die Winterwurzel können wir wegschmeißen. Dann können wir die morgen runter mal bringen. Ich glaube, die drei haben wir noch nicht. So, können wir noch irgendwas wegschmeißen? Ich glaube, die Bambusangel brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil wir ja schon die neue haben. Gut, dann würde ich sagen, investieren wir die Kraft mal auf unserem Hof und schaffen da ein bisschen Ordnung. Gleich nachdem wir die ganzen Sachen da mal verstaut haben. Da kann man die Zeit im Winter auf jeden Fall gut nutzen und wir werden vermutlich auch viel angeln. Dann werden wir unseren Angelskill nochmal weiter nach oben bringen. So, und hier haben wir trotzdem noch eine ganze Menge zu tun. Auch wenn das Gras jetzt fehlt, haben wir immer noch die Bäume, das Holz. Steine, die wir kaputt schlagen müssen. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, legen wir das erstmal hier rein. Gut, was können wir noch ablegen? Das. Hier hatten wir die Kristallfrüchte. Ach komm, legen wir auch einfach mal hier rein. Genauso wie die. Brombeeren nehmen wir mit. Die wollen wir ja verkaufen. Wildpflaumen legen wir hier rein. Ja, und ach guck mal, die Köder hätten wir auch stacken können. So, da mit Rechtsklick haben wir jetzt die Köder hier ausgerüstet. Damit unsere Angel dann halt mit Ködern versehen ist. Und hier die ganzen Sachen verkaufen wir nochmal wieder. Genau wie den Gelee. Da können die Samen mit rein. Gut, dann schlagen wir mal ein bisschen Holz. Hier ist auf jeden Fall schon wieder sehr viel gewachsen. So, wir hauen uns jetzt hier durch einfach. Ja, ein toter Baum hier.
Da verlieren wir natürlich viele Ressourcen, wenn das im Wasser landet. Das ist nicht so schön. Genauso, wenn es außerhalb vom Spielrand hier liegt nachher. Das versuchen wir auch mal zu vermeiden. Aber wenn man nicht anders rankommt, was will man da machen? So, 450 Holz brauchen wir für die Verbesserung unseres Hauses. Das würde ich schon ganz gerne in Auftrag geben. Damit wir uns auch da ein bisschen vergrößern können und endlich mal die Küche zur Verfügung haben. Kiefernzapfen. Und ihr seht schon, mit voller Energie geht es auf jeden Fall auch ein bisschen schneller hier aufzuräumen. Sonst haben wir uns immer damit beholfen, die restliche Energie einfach nur zu verwenden, die ungefähr bei dem Limit waren, was wir jetzt gerade noch zur Verfügung haben. Aber wenn man hier mit voller Energie rangeht, dann ja, kriegt man natürlich auch mehr weggearbeitet. Ja, unglaublich, wie viele kleine Bäume hier noch wachsen wollen. Auf dem kleinen Areal. Mal sehen, ob die alle was werden im Winter. Man sieht das immer gar nicht so extrem, wenn die Bäume hier noch stehen. Aber jetzt, wo sie gefällt sind, ja, sieht man doch schon einen kleinen Baumgarten. So, es wird spät, das heißt, es werden hier die letzten Bäume jetzt sein. Ja, den nochmal und ja, hauen wir hier nochmal rauf. Okay, näher kommen wir jetzt gerade nicht ran. Energie ist aufgebraucht. Ich würde sagen, wir legen die Sachen noch schnell in die Kiste und dann hauen wir uns aufs Ohr. Holz brauchen wir. Das hätten wir damit. Ja, Harz haben wir auch schon wieder einiges gesammelt. Das werden wir dann für den Dünger wieder brauchen. Und jetzt legen wir uns schlafen. So, und trotzdem eine ganz gute Ausbeute für den Winter. 3000 Gold. Zweiter Tag im Winter. Immer noch im ersten Jahr. Die Stahlhacke ist bereit. Hey Thomas, wollte dich nur über einen neuen Artikel informieren, den ich anbiete. Er wird als Holzhackmaschine bezeichnet. Du kannst damit Hartholz in mehrere Stücke normalen Holz zerkleinern. Ich weiß, dass Holz im Winter schwer zu bekommen sein kann. Also wenn du dein Vorrat knapp wird, überleg dir einen anzuschaffen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Hey, ich habe dieses Ding irgendwie in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Hat uns ein Bier geschickt. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Können wir mal versuchen, nachts vielleicht zu angeln. So, lass uns mal kurz vorbereiten. Nee, das sollte hier bleiben. So, dann können wir hier nämlich mit denen nochmal weitermachen. Kupfererz, Kohle haben wir kaum noch. Ja, das Bier können wir auch erstmal hier reinlegen. So, auch ihm geben wir der was zu trinken.
lass uns durch. Kostet alles Zeit hier, wenn du im Weg rumstehst. Okay, da ist schon mal nichts drin. Ja, da würde ich sagen, machen wir uns gleich als erstes auf zu Robin, um dort dann das Haus in Auftrag zu geben. Zum Glück fressen die nicht ganz so viel. 4 Heu am Tag geht eigentlich. So, da haben wir unser erstes großes Ei. Wir dann nämlich auch mit ins Gemeinschaftszentrum wieder. Das können wir dort abgeben. Nicht vergessen, auch die Hühner wollen wir füttern. Hier will ich immer schon direkt rausspazieren wieder. Ich weiß auch nicht warum. Okay, dann machen wir uns mal auf zu Robin. Ja, die ganzen Regenwürmer müssen wir uns dann eigentlich auch gleich nochmal holen. Da, da. Ja, im Winter sind gefühlt auf jeden Fall mehr Regenwürmer unterwegs. Ach, guck mal hier. Haben wir den Krokus schon mal, auch fürs Gemeinschaftszentrum. Vielleicht finden wir ja noch eine Schneekartoffel hier irgendwo rumliegen. Nee, aber hier sind auch nochmal Regenwürmer. So, da gibt's nichts. Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt fix zu Clint und unsere Spitzhacke abholen. Können wir hier auch die Lore eben nutzen. Auf in die Stadt. Unsere Stahlhacke endlich zurück. Die packen wir auf den altbewährten Platz. Und hier haben wir noch ein paar Geoden zum Aufbrechen. Da können wir dann auch bei Gunther direkt nochmal schauen, was wir abgeben können. Da haben wir Iridium-Erz. So sieht das Erz aus. Ja, mit einem können wir natürlich nicht viel anfangen. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. So, und Werkzeuge verbessern. Stahlgießkanne. Ach so, wir müssen erstmal die Gießkanne verbessern. Auf Stahl, das haben wir gerade nicht. Ja, dann verbessern wir jetzt erstmal die Goldspitzhacke. Dann lassen wir die erstmal hier. So, da kommt Penny uns entgegen. Da können wir nochmal eine Brombeere in die Hand drücken. Danke, sieht nett aus. Ich freue mich schon darauf, wie dein Hof im Frühling aussehen wird. Bestimmt total frisch und wunderschön. So, ein paar Köder haben wir hier noch. Die legen wir hier wieder rein. Man auch hier mal ein bisschen sammeln. So, und wir schauen, was wir hier bei Gunther abgeben können. Ob da was zugehört. Schauen wir mal, das können wir abgeben. Okay, die Schriftrolle haben wir scheinbar auch schon. Die kommt dann wieder ins Haus. So, ab zu den Minen. Ja, ganz vergessen, dass wir die Gießkanne ja noch auf Kupferstatus haben. Da muss dann auch erstmal Stahl kommen. Da sammeln wir nochmal ein Buch. Ja, was macht Alex denn hier draußen? Ja, Brombeeren mochte der, glaube ich, nicht so. Hey Thomas, könntest du mir einen Gefallen tun? Wenn du Haley siehst, sag ihr bitte, dass ich beschäftigt bin. Danke. Ein Stein.
Okay, sie ist zum Aerobic-Kurs. Stimmt, das war immer jeden Dienstag. Auch das noch. Gut, dann gucken wir uns hier oben nochmal schnell um. Nach weiteren Würmern. Hier waren ja auch nochmal zwei. Die nehmen wir natürlich auch mit. Da ist die Schneekartoffel. Cool, damit haben wir dann das Paket auch fertig. Müssen wir halt nur abgeben. Dann können wir hier oben nochmal schauen. Ja, so kommt man dann halt auch zu den Sachen. Wenn man hier mit der Hake die Würmer rausholt. Hallo Abigail, es ist so kalt, ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse Kakao, die ich mit jemandem teilen könnte. Ja, mit uns nicht. Wir sind vergeben. So, das müsste der Raum hier unten sein mit den Wintersachen. Schauen wir mal. Genau, da ist das und da ist das. Brückenreparatur kriegen wir dann dadurch. Und Wintersaat, eine Auswahl verschiedener wilder Wintersaat. Okay, können wir wohl doch was anbauen? Dieses Haus steht seit Jahren leer, die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Ja, so sieht der Raum hier aus. Und wir gucken nochmal hier oben. Da haben wir noch Tierprodukte. Da können wir ein großes weißes Ei abgeben. Wolle haben wir ja noch. Die können wir auch abgeben. Und ein großes braunes Ei werden wir noch abgeben können mit der Zeit, weil wir ja die Hühner haben. So, wir gucken hier nochmal. Wir hatten ja noch einen Granatapfel. Ah, haben wir den abgelegt? Okay, da bräuchten wir halt noch die Hasenpfote. Ein Kaulbarsch, da Äpfel, dafür müssten wir kochen. Okay, ja, das war es dann hier erstmal. Hauptsache, wir haben hier den zweiten Stern schon mal wieder. Das ist ja auch sehr praktisch. Hängen wir hier an dem Stein fest. So, was wird denn hier gefragt? Hat irgendjemand eine Schneesüßkartoffel bei sich zu Hause über? Elliot. Gucken wir mal. Wir werden bestimmt welche sammeln. Und wenn wir eine haben, dann kommen wir direkt mal auf ihn zu. Und geben ihm die. Könnte sein, dass wir hier wieder eine finden. Noch ein Buch für die Bibliothek. Eine Winterwurzel. Und da haben wir sie schon. So, gucken wir mal, ob er zu Hause ist. Da ist keiner. Schade, schade. Der ist wohl gerade unterwegs. Dann nehmen wir den hier mit. Oder ist er vielleicht draußen auf dem Steg? Lass uns mal gucken. Nö, da ist keiner. Aber ich wollte schon gerne hier in der Nähe bleiben, damit wir dann gleich mal versuchen können zu angeln. In der Hoffnung, dass wir dann da auch ja, so einen Tintenfisch, glaube ich, sollten wir ja angeln. Genau, Tintenfisch. Da ist er. Ja, als Schriftsteller ist er natürlich auch oft in der Bibliothek unterwegs. Schneesüßkartoffel, genau das, worum ich gebeten habe. Und wunderschön noch dazu. Vielen Dank, Thomas. Leute haben seit tausenden Jahren vom Meer gelebt. Ich gehe einfach zum Lebensmittel an. Ja, für Jody müssen wir auch noch einen Fisch fangen. Den sollten wir dann im See fangen können. Da
haben wir jetzt 300 Gold bekommen von Eliad. Gut, und ich würde sagen, wir haben genug Energie, dann investieren wir die hier mal ein bisschen und angeln ein wenig. Ja, Seetang ist natürlich nicht so schön, kann aber hier auch zum Kochen verwendet werden. Perfekt. Ein Hering. Ja, wir versuchen auch wieder einige Fische dann zu lagern bei uns, damit wir immer von jedem vielleicht einen da haben. Ob wir 5 Stück zusammenbekommen jeweils, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall auch ein schönes Bild hier im Winter am Strand zu fischen. Okay, scheinbar gibt es im Winter nur noch Heringe im Wasser. Ah, das könnte ein anderer sein. Ja, ein Rotbarbe. Da kommt Willy. Eine Seegurke. Ja, wir sollen auch erst nachts angeln. Das kann natürlich sein, dass wir jetzt hier noch nicht den Tintenfisch finden, den wir eigentlich haben wollen. Aber zumindest vertreiben wir uns schon mal so ein bisschen die Zeit und kriegen andere Fische. So, Nachtfischen. Davon haben wir zum Beispiel noch gar nichts, weil wir selten nachts gefischt haben. Hier Riffbarsch und Buntbarsch. Mal sehen, ob wir die noch mal kriegen. Kommt auch immer auf die Jahreszeit drauf an. Eine Sardine. So, es wird langsam dunkel. Könnte sein, dass wir dann jetzt den Tintenfisch vielleicht schon fangen können. Oder es kann auch sein, dass es erst so ab 20 Uhr, 22 Uhr geht, wenn es richtig dunkel ist. Der ist schnell unterwegs. Ein Thunfisch. Noch eine Seegurke. Mal sehen, was wir da noch so raus angeln. 135 und die haben wir noch. Da sollten wir noch ein paar Mal angeln können. Noch eine Sardine. Auch flink. Aber entkommt uns nicht.
Da war ein Tintenfisch. So, wer wollte den haben? Willy hat dich herausgefordert, einen Tintenfisch zu fangen. Okay, haben wir erledigt. Gehen wir mal ab. Er ist dann noch nicht wieder nach Hause gekommen. Ich gehe davon aus, dass er vermutlich irgendwie in der Stadt angelt oder vielleicht sogar in der Kneipe ist. Gucken wir mal. Also hier ist er schon mal nicht. Da läuft Clint wieder. Der will bestimmt in die Kneipe. Gucken wir mal, ob Willy auch hier ist. Ja, da ist er. Der alte Haudegen. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, oder? Ja, 800 Gold. Für einen so einen Fisch. Kann sich sehen lassen. Da haben wir gut was geschafft jetzt. Noch eine Schneesüßkartoffel. So, mal gucken, ob hier auch noch so ein paar sind. Ja, zumindest können wir hier sammeln. Schmeißen wir mal den Stein weg. Huch. So. Was werfen wir da mal weg? Ach komm, die CD. Haben wir hier eine prähistorische Handaxt. Wer weiß, ob wir die schon abgegeben haben. Müssen wir mal gucken. So, hier können wir dann nochmal Erz reingeben. Okay, das können wir wieder ablegen. Und das. Ja, und die ganzen Fische legen wir hier mal rein. Aber ihr seht schon, von guter Qualität teilweise. Das wollen wir auch hier drin behalten. So, Winterwurzeln haben wir hier mit drin. Genauso wie die. Und Milch können wir am nächsten Tag dann mal wegbringen. Beziehungsweise wieder verarbeiten. Genau, ja, das machen wir dann am nächsten Tag am besten. Süßkartoffel legen wir auch hier mal rein. Seetang haben wir nochmal. Die Gurke, Seegurke. Ja, der kann hier oben mit hin. Genau, das lassen wir da. Gut, und dann legen wir mal ein paar Sachen wieder in die Kiste für den nächsten Tag und dann schauen wir mal. Wir hätten jetzt hier noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Arbeit und Kraft zu investieren. Aber ich glaube, das soll für heute erstmal wieder reichen. Will hier noch was ablegen? Nö. Ah, guck mal, den haben wir vergessen. So, und die Saat können wir hier nochmal reinschmeißen. So, dann haben wir erstmal alles. Gut, Leute, wir schauen, was der Tag gebracht hat. Und hier haben wir die Brückenreparatur, weil wir den einen Raum fertiggestellt haben. Der ist rechts von der Abenteurergilde und ihr seht schon, hier hinten haben wir rechts dann einiges an Materialien, die wir abbauen können. Fischenstufe 6, die Angeleffektivität hat sich erhöht. Wir können einen Dreher herstellen bzw. fallen Fischköder. Und wir gucken mal, was der Tag gebracht hat. Ja, ein bisschen Kohle haben wir bekommen. Okay, die Zwergenschriftrolle haben wir scheinbar auch mit reingeworfen. Aber ist nicht schlimm, die hatten wir eh schon. Gut, Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Das war es erstmal für diese Folge und lasst auch gerne mal ein Like oder Kommentar da. Würde ich mich auch sehr darüber freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin!